So, es wird wieder Zeit, ein neues Getränk zu machen. Ab geht's. Heute wird es Zeit für den Gröllbohnensaft. Ja, ja, ich mach Bohnen rein. Hier hast du. Sieht lecker aus. Danke. Und wieder erscheine ich auf dem Monitor. Ah, der Herr Professor. Wollten Sie diesmal nicht persönlich vorbeikommen? Verbrechen sind dafür da, dass man sie bricht. Außerdem lässt meine Forschung mir keine Zeit. Und deshalb kommt wieder ein Vertreter. Das ist nicht mehr nötig. Hört und staunt. Dieser Gameboy Horror hat eine Warp-Funktion. Also, stellt den neuen Saft einfach vor den Monitor. Geil. Haha, Warp erfolgreich. Oh, und wieder ein exquisiter Genuss. Nehmt das zum Dank. Es ist eine meiner kleinen Erfindungen. Vielleicht wird sie euch ja nützlich sein. Den Kraftgriff. Nächstes Mal komme ich aber bestimmt wieder persönlich vorbei. Naja, wer es glaubt. So, tschüss. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, was macht das Getränk erstmal? Der Grillbohnensaft, Bad plus 4, gut. Und der Kraftgriff, nie mehr Fehler bei Hammerverteidigung. Was soll das denn heißen? Ah, dass sie nicht, dass ich so lange halten kann, wie ich will. Das ist gut, okay. Praktisch. Endlich dieses blöde Minispiel geschafft. Halleluja. Hat ja ewig gedauert. Ich weiß nicht, warum ich so ehrgeizig war, jetzt es zu schaffen. Aber hey, es hat sich gelohnt. Endlich. Ich habe da wie lange jetzt eine Stunde dran gehangen oder so. Ein bisschen viel für ein Minispiel. Ich wollte schon safe staten und schummeln, aber nein, ich habe es auf ehrliche Weise getan. Und auch geschafft. Nie wieder. So, jetzt gehen wir aber erstmal zum Finale. Wie war's damit? Der Spaß ist vorbei. Jetzt geht's endlich mal in die pure Action. So, und das müsste irgendwo am Rand sein. Und zwar hier. Gefunden. Hier wird Luigi nochmal aufgepumpt. Yippie. Und schon können wir abgehen. Nein, ich soll nicht abhauen. So, erstmal viele Steinchen sind hier im Weg. Schön. Da will uns wohl jemand abhalten. Wer auch immer. Ah, und hier ist auch eine Verbindungsröhre. Brav. Dann müssen wir auch nicht hier. Haben wir eigentlich alle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Wir haben auch alle gefunden. Cool. Jetzt muss gucken, wo lang geht. Also schön winterlich sieht es schon mal hier aus. Wir sind aber nicht bei der Schneekönigin. Vor allem hier die Gesichter von den Statuen. Wer bist du? Hey, ihr da. Dieses Heiligtum ist mein Spielplatz. Wollt ihr etwa auch hier spielen? Dann stellt euch wenigstens vorher vor. Luigi nur so. Wer ich? Man nennt mich Jojola oder Jojola. Ich bin eine Freundin der Cousine des Enkels von dem Geist, der dieses Heiligtum bewacht. Ludmilla gesehen? Und Peach? Und beide zusammen? Prinzessin Peach? Bowser Miller? Das ist mir zu kompliziert. Na gut, wenn ihr wollt, dann geht doch rein. Ich weiß zwar nicht, welche Abenteuer ihr bisher erlebt habt, aber hier kommt ihr nicht so leicht weiter. Ah ja. Sind wir überhaupt geheilt? Ja, sieht gut aus. Wann werden wir eigentlich mal geheilt? Also ich heile mich nicht. Feuer. Gut, und hier wird es natürlich richtig schwer, auch die Kämpfe und alles. Also es wird ein Spaß und gucken mal, ob ich überhaupt hier durchschaffe. Weil ich habe ja kaum was von Angriff. Ich habe ja nur meine Verteidigung.
mit der ich ihm angeben kann. Witztempel Erdgeschoss. Witz ahoi. Das war witziger, wenn er irgendwie Eistempel oder so hieß, weil passt ja und so. Was bist du? Luigi wird angegriffen. Aber daneben. Sind aber schneller, das gefällt mir nicht so. Gut, Mario wird immer geheilt, aber Angriff. Ich müsste Angriff irgendwie stärken. So, erstmal Hand natürlich checken, ob Feuer effektiv ist. Sieht ja aus wie ein bisschen Eis und so, ja. Elektro vielleicht auch noch. Ja, beides, cool. Ja, schon weiter geht's. Ich weiß aber gar nicht, wo lang ich soll, weil... Alter, gibt's hier... Oha. Hier gibt's außen, hier gibt's innen. Wo soll ich denn lang? Hi. Wo geht's denn hier lang, bitte? Okay. Ah. Was machen wir jetzt? Schneeballschlacht oder was? Ist niemals wieder witzig. So, ich probiere mal wieder die Hand. Wie heißt der? Antik-Guy? Oh, jetzt kommt der mit seiner Druckwelle. Das kam ein bisschen schnell. Arktik-Guy. Ach so, dann passt ja wieder. Okay, nicht sehr effektiv. Ja, sehr fair, jemand auf Boden nochmal drauf zu knallen. Ja, ja. Immer gut. Übrigens, was ich zufällig gefunden habe. Ja, die Hände muss ich auch nochmal bei dem ausprobieren. Weil wenn das effektiv ist, dann ist ja gut und so. PewDiePie ist ja einer der wenigen, der mit YouTube auch sein Leben decken kann. Ah ja, okay. Also im kompletten Haushalt kann er ja, verdient er ja alles per YouTube. Ob ihr es wohl bis hierher schafft? Ja, wenn ich fliegen könnte, wäre es einfach, so wie du. Aber mindestens eine Karte habe ich. Was? Noch größer ging's nicht, oder was? Hey, okay, denken, denken, denken. Jetzt muss ich wieder überlegen. Also links ist ein Einzelraum, da gehe ich schon mal hin. Also nochmal kurz zurück. Und dann habe ich keine Ahnung. Links halten und... Ja, links halten sollte im Kreis laufen. Also da sollte ich zuerst hin. Wahrscheinlich gibt es da irgendwas, was ich aktivieren muss. Nach geradeaus gibt es wahrscheinlich auch irgendetwas. Dann nach rechts. Ja, na, ja und... Oh Gott. Ich gucke oft auf die Karte ab sofort. So, ja, lass mich mal kurz in Ruhe. Ich komme ja gleich wieder. Und er verdient ja, also 2013 war sein Gehalt. Jetzt greifen sie mich an, na toll. Lass mich kurz, ich will kurz lesen. Danke. 4 Millionen Dollar hat der Typ verdient. Und das nur in einem Jahr. Also schon, also 2013, natürlich ist es nicht immer dasselbe, ne? Also schon der Hammer, was man so mit YouTube verdienen kann. Ich persönlich habe meinen YouTube-Kanal nicht monetarisiert, zum einen... Ja, weil wenig Geld und so würde nicht viel bringen. Und zum anderen wäre der Nachteil wiederum, dass überall Werbung geschaltet wird. Und das lohnt sich, finde ich, gar nicht. Viel Werbung für wenig Geld, das ist nichts gut. Und hier gucken wir uns jetzt mal schön um. Okay, hier unten gibt es nichts und da gibt es einen Monty-Maulwurf. Also wie gesagt, deswegen habe ich meinen Kanal zum Beispiel nicht monetarisiert. Wenn meine Reichweite etwas größer wäre von den Zuschauern her, würde ich es vielleicht irgendwann mal machen. Gut, dass du getroffen hast. Oh, bis hell, lass es. Bei, wie heißt die Seite, Social Blade oder so, kann man ja sehen, wie viel man ungefähr verdienen würde. Jetzt kommst du mal her. Da steht, wie viel pro Monat? 1 bis, weiß nicht, 11, 12 Euro. Ungefähr, und das auch nur... In dem Monat, wo es halt gut lief. Es kann ja auch schwächere Monate geben. Das ist auch der Nachteil von YouTube, man hat kein festes Gehalt. Wie in einem richtigen Job. Das ist ja ein richtiger Job. Aber so ein fester... Ha! Das wird noch ein bisschen dauern. Aber ja, so ein paar Millionen im Jahr, das wäre schon schön.
Aber da steckt ja auch sowieso viel Arbeit in seine Videos. Und ich lege es eher darauf an, Spaß zu haben. Also er hat ja auch Spaß mit seinen Videos, aber halt Arbeit und Spaß. Ich habe weniger Arbeit und Spaß. Ja, danke. Hat sich jetzt richtig gelohnt. Hey. Rainbow Six, ein sehr interessantes Spiel, wie ich finde. War ja ein Trailer auf der E3. Fand ich richtig cool. Kann ich rein? Cool. Super mit Scherzu. Was? Bitte nicht aufkommen. Was? Okay, interessant. Wo muss ich jetzt hin nochmal? Geradeaus oder? Ja, ist egal. Sehe ich gerade, dann gehe ich lieber geradeaus. Okay. Ja, die Arbeiten von Rainbow Six an der PS3 und Xbox 360 Version. Für mich als Meteorologen sind die Wirbel... Du bist eins, Meteorologen sind mehr als eins, ne? Sind die Wirbelstürme in dieser Region des Meeres von großem Interesse? Wenn Wirbelenergie auf aufsteigende warme Luft trifft, dann entstehen Windhosen, Mann. Ich würde gerne den Mechanismus in einem Experiment genauer erforschen. Ja. Was machst du überhaupt hier? Das ist ein Eistempel. Und hier gibt es mehr Karten, gut. Kann ich mal wieder drauf gucken. Mario, bitte, würdest du aufstehen? Du hast nicht mehr so viel Leben. Na toll, sie greifen ihn an und stirbt er auch gleich. Na toll. Ich setze aber kein Apfelstix ein. Obwohl, dann kriegt Luigi nur die KP. Habe ich? Wie viel habe ich denn? Ein Appeal. Oh, ich habe viele ein Appeals. Dann mache ich ein Appeals. Also wie gesagt, jetzt ist endlich mein Satz beenden. Die Arbeiten an der PS3 und Xbox 360 Version wurden eingestellt. Begründung war, weil sie angeblich die Leistung auf der Konsole nicht standgehalten haben. Also sie haben viel mehr geplant und so, nachdem Xbox One und PS4 draußen waren. Haben sie viel mehr rausgeholt aus dem Game. Und das ist halt so viel, dass die PS3 und Xbox 360 es einfach nicht schafft. Und einfach so wollen sie das Spiel auch nicht raushauen, also ohne die Features, weil dann würde sich das ganze Spiel ändern. Deswegen kommt das die Version nicht, also nur Xbox One und PS4. PC, kommt eigentlich auch PC raus? Weiß ich gar nicht. Müsste mich mal informieren. Komm, mach mal Angriff. 4, gut. Sehr gut, Mario. Luigi kommt auch gleich nach. Wie, oh no. Wo kommst du denn jetzt her? Warum auf Mario? Hör doch mal auf. Ich muss, denke ich, Mario lieber die Verteidigungshose geben. Die wir ja im letzten Part bekommen haben, weil das geht so nicht. Der ist ja immer down sofort. Und du, stirbst du mal? Wie es aussieht, nett. Also die Hosen tausche ich wahrscheinlich jetzt kurz. Das geht nicht. Mario versagt mir hier auf ganzer Linie. Luigi ist mal Level Up, genau. Ah, und interessant, jetzt merke ich es auch zum ersten Mal. Hier stehen die Werte ohne die Klamotten. Das ist gut. Das finde ich sehr gut. Ich dachte, es stehen immer die Werte mit den Orten und Klamotten schon beeinflusst, aber nein, so ist es nicht. Und Luigi braucht mehr Angriff. Naja. Ah, der hat mich angegriffen von so weit, okay. Also, das muss Mario kriegen. Ja, das muss Mario kriegen. Luigi kriegt dafür was anderes. Und zwar... Genau, Luigi kriegt das da. Und Mario kriegt das da. Das steigt seine Verteidigung enorm. Was dieses Anti-Idiot heißt, weiß ich nicht. Was passiert, wenn ich Luigi eigentlich die Wollhose gebe? Oh, würde vieles sinken. Und würde sich im Endeffekt nicht lohnen. Und alles würde senken sonst? Okay.
Was haben wir hier eigentlich? Vielleicht haben wir jetzt andere Kombis. Ich achte nie drauf. Angriff können. Ja, nee. Nein, nein. Nein. Nein, nein. Alles nein. Muss man kurz Check machen und so. Okay, sieht alles in Ordnung aus. Habe schon alles richtig gemacht. Okay, ah, jetzt kommt der Stein, genau, okay. Das habe ich drauf geachtet. Oh, hier gibt es Items. Lachbohne, Suppi, Geld und Fischwurst. Aber einen Itemladen treffen wir hier wohl nicht. Superpilz, ein kleiner Kampf vielleicht oder so. Oder warum werden wir jetzt so voll gestopft? Ach so, ja, hier geht es nicht mal lang. Suppi. Wo muss ich dann lang? Mitten durch. Ah ja. Dann gehen wir halt hier wieder runter. Den Cooper lassen wir mal. Was macht der überhaupt hier? Das ist doch voll der schwache Gegner. Ich schaue schon wieder auf die Karte. Hä? Ich glaub's gerade nicht. Wo muss ich denn? Hier muss ich durch die Mitte. Ja, kann ich durch die Mitte? Ist da ein Weg? Hier ist gar nichts. Hä? Ich dachte hier. Okay, interessant. Ich dachte, hier landen wir da, wo wir waren. Ist auch sieht nett. Interessant. Ja, seid ihr witzig? Dieser Block trickt seinen immer wieder aus. Warum sammle ich überhaupt noch Geld? Ich weiß es nicht. Ich bin so geldgeil. Ja, vielleicht kommt am Ende noch so ein Trotz und verkauft uns noch irgendetwas. Da wäre es gut, ein bisschen mindestens was zu haben. Aber wir werden vollgestopft mit Items. Das zeigt nur, wie finalmäßig es hier abgeht. Ja, wo geht's weiter? Ich weiß es nicht. Oh, nerv nicht. Oh, es sind auch stärkere Gegner, okay. Dann werden wir erstmal einen von den Mensch los, Urmensch. Kein Bock, gegen die zu kämpfen. Komm, greif Mario an. Okay, aber langsamer. So, Luigi auch mal wieder wach. Danke. Ich muss die auch mal heilen, sehe ich gerade. Oha, die sind viel schneller als die Originaldinger. Da verzische ich mich mal jetzt wirklich. Da ist mein ganzes Geld wieder weg. Luigi, geht doch schneller, Mann. So, und jetzt heilen. Alter. Pilze habe ich eh genug. Ja, ja, gut, 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 gut. Ich denke, ich sollte auch mehr mit Brüderattacken angreifen ab sofort. Würde Vorteil sein. Dann was ist hier rechts dann? Was ist hier rechts? Ein Eisblock. Sehr interessant. Ja, ja, ist okay. Gegen euch habe ich keine Probleme. Mich nervt, dass wir so langsam sind. Warum denn? Ich habe Geschwindigkeit nie gepusht. Ja, ist okay. Meine Güte. Ich bin halt immer auf Verteidigung gegangen und jetzt bringt sie mir nicht mal was. Was gegen dich auch effektiv, denn gegen den anderen, gell? Ja. Und nicht so schnell. Die greifen viel zu schnell an. Ich denke, wir sind auch bald mit dem Spiel hier durch. Dauert ja nicht mehr lange. Wie gesagt, das ist ja der letzte Abteil, letzter Abschnitt. Dann haben wir es geschafft. Von der Karte her war es ja riesig. Okay. Ah ja, schon wieder die Dinger. Den kennen wir uns aus. Übrigens, Sonic Boom kommt ja bald raus. Sehr interessanter Aufbau. Vor allem von der, vom Grafikstil hat sich ja vieles verändert. Von den Charakteren und so. Das Spiel war ja ursprünglich nur für den westlichen Markt gedacht. Und kommt jetzt auch für Japan raus. Ja, so, es wird von amerikanischer Firma gemacht. Da es eben für den westlichen Markt sein sollte. Und jetzt haben sie sich gedacht, okay, machen wir auch für Japan. Gut so. Und deswegen auch Japan und so ist da. Soll ich dahin? Kann ich dahin? Da ist aber nichts. Was soll ich denn da?
Okay. Gehe ich halt so zurück. Ah, hier ist eine Karte mindestens, okay. Dann waren wir hier gerade. Das ist gut. Dann ist der Teil abgeschlossen. Ja, ich führe viele Selbstgespräche. Was macht ihr? Das sieht ja nicht so toll aus, was ihr macht. Das macht es ja noch schwieriger. Ah, übrigens heißt es dort dann Sonic, nicht schon Sonic Boom, sondern Sonic 2, ne? Interessant. Mario wird gegrillt. Ich habe falsches Timing drin, ja, ich sehe es schon. Alter, mach doch schneller. Jetzt sind sie langsam und genau das ist das Problem. Alter! Schaffe ich heute nicht mehr. Ey, selbst das ist schon schwierig, seht ihr? Und das soll nicht mal die Schwierigkeit sein. Ah! Komm, mach schneller! Ich weiß zwar, wie es gehen soll, aber ich pack's nicht. Ich bin zu ungeduldig. Komm, ruhig, ruhig, ruhig. Nein, zu weit gelaufen. Zu früh. Ja, komm, lass dich gleich treffen. Hey, vollste Konzentration hier. Nein, mach doch. Oh, jetzt hatte ich es mal und trotzdem. Diesmal hat die Steuerung versagt. Das Problem ist, wenn man kein Elektro mehr hat, dann laufen sie ja gleich wieder ganz normal. Nicht mehr seitlich und dann kann ich nicht mehr Ding machen. Ja, dann passiert sowas. Nur noch ein Sekündchen, dann habe ich's. Oder auch eine Stündchen. Fragt man sich immer, warum sind die Parts so lang und dann sieht man am Ende sowas. Ja? Nein! Das ist verdammt schwer! Ja, mach weiter, mach weiter, mach weiter! Yes! Oh, geschafft! Und gibt's nicht mal was als Belohnung? Könnte ich auch den anderen Weg gehen. Die Witzbolde. Na gut, Hauptraum. Dann halt gegen dich erst kämpfen und dann Hauptraum. Aha. Ah. Wollte schon auslachen und dann kommt sowas. Ist aber schön, dass alle so effektiv sind. Ah, da pusht sein Angriff, okay. Ich denke, dann ist die Druckwelle ja auch, zwar langsamer, aber auch stärker. Dann werden wir den mal schnell los. Kriege ich wahrscheinlich keine Erfahrung für die. Was? Der ist nicht weggerannt. Ja, langsamer kommt's, aber dafür stärker. Nein, ich renn! Oh, jetzt habe ich mich verdrückt. Ich wollte Brüderattacken machen. Luigi, renn doch! Mann, der ist so lahm. So, wo bin ich? Nein, hier will ich nicht. Vor allem die Klimaanlagen überall. Also, naturgemäß ist es hier nicht so kalt. Dankeschön. Na gut, aber dann können wir mindestens gleich weiter und den nächsten Bereich erkunden. Haben wir mindestens einen Vorteil hier. Das Schloss ist zwar riesig, aber ich denke, es wird nicht so großes Problem, weil Heil-Items haben wir genug. Ein Kampf macht mich ja schon nicht fertig. Warum rennt er jetzt nicht weg? Der ist immer noch nicht weg. Nö, nö, hat keinen Bock. Und ihr habt so hohe Verteidigung. Jetzt bitte macht den Weg. Danke, der hat aber viel Leben, wie man sieht. Nein, bringt nichts. Da bringt der Elektro mehr. Bei der hohen Verteidigung. Ah, okay, ist effektiv. Nee, ich habe an die anderen gerade gedacht. Ja, weil Hammer und das andere bringt gar nichts. Cool, Eispalast. Den Eingangsbereich geschafft. Und im nächsten Part gehen wir hier lang. Und dann gehen wir hier und hier und dort und da und überall lang.
Also viel Spaß und verwartet uns so, ne? Bis nächste Part. Ciao.